Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Warped. Wir waren in diesem kleinen, schnuckeligen dritten Level, wo wir dieses komische Mädel spielen und auf einem kleinen Tiger reiten stehen geblieben. Ich werde mich jetzt wieder dran machen und hoffe, dass ich nicht wieder so rein kacke und faile wie beim letzten Mal. Geben wir unser Bestes. Und diesmal nehme ich das Leben da oben mit. Ja. Läuft doch. Auf einmal geht's nicht. Dann habe ich die Angewohnheit. Na? Was gibt's? Oh, auch ein Leben. Ich meine... Das gefällt mir halt jetzt gerade. So. Und jetzt geht's endlich weiter. Oder auch nicht. Meine Güte. Ich stelle mich auf was an in diesem Level. Dabei scheint das gar nicht so schwer zu sein, aber irgendwie braucht man dafür das richtige Gefühl für. Welches ich irgendwie scheinbar nicht besitze. Boah, das gibt es nicht. Da oben ist der Checkpoint. Mann. Ich bin mal eben kurz etwas ruhiger, um mich etwas zu konzentrieren. In der Hoffnung, dass es überhaupt was bringt. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe... Oh, das scheint sogar was zu bringen. Ups. Da hätte ich jetzt welches gerne noch hochgegangen. Einfach um zu gucken, was dort liegt oder auch nicht liegt. Boah, das war knapp. So, den Kristall habe ich schon mal. Checkpoint. Einmal rückwärts. Da. Und ich kann in eine Kiste fallen. Glückwunsch an mich. Ja, ich habe schon so viele Kisten hier verpasst. Und da vorne sieht es nach Ende aus. Ja, 10 Kisten. Schon nicht wenig. Was soll's? Das muss ja, wie gesagt, eh nochmal gespielt werden. Lade Screen. Also da hätten sie sich mehr Mühe geben können. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf der Playstation selber gewesen wäre. Aber über Emulator, so einen komischen Screen, finde ich ja jetzt nicht so den Reißer. So, versuchen wir mal uns hier dran. Am Boneyard. Sieht sehr nach Lava aus. Was ich da auf dem kleinen Bild gesehen habe. Gucken wir mal, was uns erwartet. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle ins Kolosseum in Rom bringt. Crash, gib sie Tiny oder Crash wird zerquetscht. Klingt irgendwie nach Boss. Nach Boss-Stage. Mal gucken. Aber es ist eine nette Warnung. Aber wir geben ihnen die Kristalle trotzdem nicht. Kann er vergessen. Gucken, was uns hier erwartet. Haben wir das Gefühl, wir werden gleich verfolgt, einfach nur. Oh, und wie ich doch recht hatte. Ich hatte so recht. Lauft um euer Leben! Gott. Na, spring. Siehst du danach aus, wenn du da ja mal losspringst. Ach. Verfolgt er mich nicht mehr oder was ist los? Aha. Okay. merke ich mir. Was? Was war das denn? Ich fühle mich vom Spiel hintergangen. Muss ich dem Viech ausweichen oder was ist das? Oder kann ich das? Kann ich den? Ja, kann ich wohl. Ich werde jetzt nicht drauf achten, ob ich alle Kisten kriege. Wie auch schon vorher gesagt. Ich möchte eigentlich nur noch hier schnell durchkommen. Oder um sich 2 Leben. Ob ich da rankomme? Oh, 1 Leben. Ich dachte, das waren 2. Naja, dann gibt es halt nur 1 Leben von uns. Und Ende. Und ich habe so ein merkwürdiges Gefühl. Nee, mein Gefühl hat mich getrübt. Okay. Oh. Nicht euer Ernst. Na gut, na gut, na gut. Wir flüchten einfach weiter. Läuft. Ob wir nochmal verfolgt werden? Na komm! Oh Crash, mach das, was ich will. Keine Ahnung, ob es da oben irgendwie ein Leben gab. Ich habe das Gefühl, dass es da ein Leben gab. Was soll's, ich habe ja auch so ein Leben bekommen. Ja, und wir werden gleich wieder verfolgt. War ja klar. Komm. Aber die Passagen finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schwer. Diese Fluchtpassagen hier. Das kann sich auch gerade etwas ändern. Weil ich finde, das sieht gerade doch sehr knapp aus. Aber nee. Nee, nee, nee. Das lief alles wunderbest. Damit bin ich zufrieden. Ich würde sagen, wir schauen uns noch Level 5 an. Dann habe ich heute wieder 2 Parts aufgenommen. Was war das genau? Da spielen wir wieder das Mädel. Wie gesagt, Level 5. Und dann reicht das für heute. Dann habe ich 2 Parts aufgenommen. Ihr habt viel gesehen. Und ich kann gleich in Ruhe Fußball gucken. Das böse, böse Fußballfieber ist nämlich auch bei mir ausgebrochen. Okay. Was muss ich jetzt hier genau machen? Warum ist ein Pfeil? So viel habe ich schon mal geschnallt. Muss ich einfach nur durchfahren hier, oder? Wenn das der Fall sein sollte, bis dato finde ich das ja jetzt nicht sonderlich schwer. Ich habe den Checkpoint natürlich verpasst, was ich sehr unpraktisch finde. Oh Gott, ich brauche einen Checkpoint. Leute, macht, dass da gleich irgendwo ein Checkpoint kommt. Boah. Und da vorne ist ein Checkpoint und ich fahre in die Bombe und da von vorne anfangen. Nein! Egal. Ab dafür. Diesmal merke ich mir, ich verpasse einfach den Checkpoint nicht. Aber doch fahre ich zurück. Falls das denn möglich ist. Kisten lasse ich mal wieder außen vor. Ich konzentriere mich einfach nur noch aufs Fahren und auf den Checkpoint. Da ist der erste Checkpoint. Bis jetzt läuft's noch. Sieht ja ganz brauchbar aus alles. So. Hier vorbei. Ich versuche mal da die Rampe zu kriegen. Weil ich durchs Gefühl habe, oder es klingt zumindest vom Sound her so, als wenn ich schneller bin, wenn ich die Rampe erwische. Was mir jetzt erst so einfällt, für mich, behalte ich meinen Kristall, wenn ich sterbe, oder muss ich den dann wieder neu einsammeln? Weil wenn ja, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wäre ärgerlich. So, ich habe einige Kisten verpasst. Das ändert aber nichts daran, dass ich zufrieden bin mit dem Run. Das hat sich ja irgendwie gerade gereimt. Oh, und ich habe ein Boss-Level da. Ich hoffe, ich komme noch an die anderen Levels wieder ran dann. Naja, was soll's. Das werde ich beim nächsten Mal einfach in Erfahrung bringen. Für heute reicht es. Ich speichere meinen Spielstand. Wir haben schon 7% erreicht. 7%. So. Ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Crash Bandicoot Warped. Bis dann und tschüssi!